Ort das Zweifamilienhaus für die. Das Dreifamilienhaus. Für alles. Also den Pilzsammler, den Brauer. Ah ja gut, jetzt kapiere ich's. Hier geht der Fluss dann einmal rum und zu Ende. Gut, zwei weitere Kinder. Ich glaube, einen mache ich dann gleich zum zweiten Holzfäller. Vielleicht. Ach, da ist Nahrung. Nicht viel, aber etwas. Ja, der Pilzsammler steht schon eine Weile leer. Achso, ja, du solltest dir die Nahrung holen. Und ja, das ist Ragnar, der Räuber. Hauptmann. Nur du hast den Steinmetz erfunden. Haben wir jetzt eigentlich die Möglichkeit... wir können immer noch keinen... Vorratslager bauen, wenn wir das wollen würden. Ja. Jo. Und ja, das hier scheint dann endgültig in die Wüste zu führen. Hm? Also die Steppe. Ja, will. Ist das hier eine Halbinsel oder kann man hier noch durch? Ich glaube, hier kann man noch durch. Ja. Gut, weiter als den Fluss traue ich mich erstmal nicht. Das heißt, wir gehen wieder hier hoch, also den Fluss entlang nach da oben. Das sollte an Nahrung noch gerade so hinhauen. Essen uns da voll und schicken ihn dann zurück ins Hauptquartier, also in die Siedlung. Ja gut, der Fluss ist ein guter natürlicher Schutz gegen die Indianer. Da ist Nahrung, komm. Wir wagen uns jetzt mal auf die andere Flussseite nochmal. Wir haben uns ja hier oben schon auf die andere Flussseite gewagt. Damit er essen kann. Ja.
Ja, hoffentlich wird er jetzt nicht getötet, während er schläft. Das wäre ärgerlich. Also ja, hier kommt da der Tempel hin. Ja, ja. So, bring noch deinen einen Stein. Nee, tut er nicht. Dann bleibt der Stein da eben liegen. Und du stellst erstmal einen neuen Geschirr hin. Okay, Brauerei ist auch fertig. Es wird also noch ein Gebäude im Augenblick gebaut, nämlich das Dreifamilienhaus. Gut, Holz gibt es zur Genüge hier. So, nimmst noch einen Bissen. Ne, die drei Jungs, die vier Jungs werden nicht mehr. Gut. Oh, das kommt schön viel Nahrung langsam rein. Familienhaus hier. Eine Möbelwerkstatt. Hier. Eine Goldmine kann ich nah ans Gold stellen. Sehr gut. Brauche ich aber erstmal nicht. Mir war es nur wichtig, hier den Platz für die Pilzsammlerhütte. So, du bist erwachsen, da ich keine Trägermeister habe. Stelle ich dich so ein. Ja. Du hast dich immer noch keinen Meter bewegt. Furchtbar mit dir, ey. So, du ziehst auch in das Haus gleich mit ein. Du gehst in die Schule und wirst Farmer jetzt? Jo. Prost out. Ja.
So, du wartest in der Schule, um Farmer zu werden? Und wir kriegen Geschirr. Sehr schön. Du bist auch erwachsen. Ja. Das heißt, du wirst... Ach, fangen wir gleich mal mit Bierbrauen an. Je früher, desto besser. Ja. So, du hast Farmer gelernt. Dann fahren wir mal schön. Die beiden sollten das Zweifamilienhaus und die Töpferwerkstatt auch alleine hinkriegen. Die Möbelwerkstatt. Ja, ja. So, jetzt wird auf jeden Fall für übermäßig viel Nahrung gesorgt. Jetzt hast du auf jeden Fall einen Träger, der dich immer mit Wasser und Mehl beliefert, beziehungsweise hauptsächlich mit Wasser. Weil Mehl liefert dir der Müller persönlich an. Während du jetzt damit beschäftigt bist, die Nahrung zu tragen. Ja, will? Ja. Gut. Ja, will? Du suchst Gesellschaft. Du heiratest gleich die letzte noch verbleibende Frau. Weißt du was, ich lasse dich vorerst mal Pilzsammler werden. Okay, die erste Nahrung kommt wieder in unsere... in unser Hauptlager. Du brauchst zum Bierbrauen Religion sogar. Das heißt, das macht deinen Tempel unerlässlich. Diese Mission auf jeden Fall. Auch wenn du es nicht weit zum Hauptlager zum Beten hast. Die besorgt immer noch Nahrung in der Wildnis. Naja, ist halb so wild. Du benötigst auch Nahrung. Das sammelst du auch in der Wildnis ein, okay. Sie hat Hunger und sucht Nahrung. Oh Gott, da geht sie nach ganz hinten. Naja, solange sie den Weg zurück noch findet. Gut, ich würde aber sagen, die Stelle ist gut geeignet, um einen Cut zu machen. Also, bis gleich.